Angela, Angela, bist du da? Oh, Angela, da. Du brauchst einen Stuhl, ne? Alles gut? Ja. Sarah, hi. Wir machen ja immer den Montagsgruß einer anderen Mahnwache und diesmal von Ölzen. Hi, grüß, hallo. Na ja, hab schon gekommen. Ja, ich hab voll schon. Hallo Braunschweig. Ich habe heute einen Gruß an alle Brandwachen hier in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Amerika, Kanada und wo überall auf der Welt, die mittlerweile überall stattfinden. Dieser Gruß kommt diesmal aus Uelzen. Aus der Stadt Uelzen mit dem farbenfrohen 100 Wasserbahnhof senden wir heute einen Gruß an alle Bahnwachen weltweit. Wir halten die Mahnwachen jetzt seit dem 7. April jeden Montag ab, um der Welt zu zeigen, dass es Menschen gibt, die für den Frieden einstehen. Jedes Leben, das aus allen Zeitepochen durch den Machthunger der Mächtigen im Kriegsgeschehen verloren wurde, ist in unseren Gedanken. Jeder Mensch, der sein Leben noch vor seiner Zeit verlor, weil ein Befehl dazu erteilt wurde, ist mitten unter uns. Denn wir möchten für die Zukunft eine Welt in Frieden formen und gestalten, sodass Kriegstreiber erkannt und enttarnt werden, bevor sie ihr grausames Spiel mit dem Leid der Menschen beginnen können. Wir vernetzen uns, wir informieren uns, wir recherchieren und überprüfen Meldungen und wir sehen den Kriegstreibern auf ihre gepflegten und sauberen Finger, wenn sie die Fäden der Konflikte spinnen, die ihnen Geld durch Waffengeschäfte, wirtschaftlichen Einfluss und politische Macht durch neue Freunde und Verbündete bringen. Und wir sehen ihnen in ihre grausamen Gesichter, wenn sie sich lächelnd als Retterin der Not verkaufen. Einer Not, die sie gerade erst den Menschen angetan haben und die es ohne diese neue Form der Aggressoren nicht gegeben hätte. Zu oft schon wurden die gleichen Drehbücher benutzt, um den friedlichen Menschen den Krieg als Notwendigkeit zu verkaufen. Und wir haben vor den Bildschirmen der Fernsehapparate gesessen und an die Notwendigkeit der Kriegsmaschine geglaubt, um die Welt wieder ins Lot zu bringen. Vom Geschäftspartner zum Terroristen, den es mit allen Mitteln zu bekämpfen gibt, ist es nur ein kurzer Weg in der jüngeren Geschichte der letzten 30 Jahre, wenn Rohstoffe und Öl im Spiel sind. Die Verschwörungspraktiker haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Sie waren schon viel zu lange auf der Welt aktiv und haben sich sicher gefühlt, weil sie geglaubt haben, dass die dummen kleinen Leute ihr finsteres Spiel nicht durchschauen. Dabei haben wir lange genug stillschweigend zugesehen, in blindem Vertrauen in Regierungen und Medien. Doch damit ist jetzt Schluss. Wir mahnen zur Achtsamkeit und zur Beobachtung der Vorgänge in der Welt. Die Verschwörungspraxis hat ein System hinterlassen. Dieses System deckt das Internet, Facebook und die vielen Menschen, die daran teilnehmen, auf. Wir haben die Geduld zu warten, bis die Mauern der Lügen zusammenbrechen. Und wir erleben jeden Tag in kleinen Meldungen, wie sie bereits ins Wanken geraten. Wenn wir uns auf Mahnwachen zusammenfinden, dann deshalb, weil wir erkannt haben, dass Kriege inszeniert und provoziert werden von denen, die einen Vorteil davon haben. Das sind Waffengeschäfte, Rohstoffe und in Armut verfallene Menschen, die als moderne Sklaven arbeiten für ihr Überleben, weil sie hoffnungslos sind. Wir denken an all die Menschen, die in vielen Jahrhunderten starben, weil sie nur in Frieden in einem Land leben wollten, das groß genug für alle ist. In einer Welt, die eigentlich ein Paradies des Überflusses sein könnte, wenn wir alle in Frieden zusammenleben. Es gibt genug zu essen für alle Menschen, wenn wir lernen zu teilen, anstatt die Preise für Nahrungsmittel explodieren zu lassen. Es gibt genug Energie für alle,
wenn wir als Menschen unsere Ideen für alternative Energieversorgung in die Praxis umsetzen, anstatt uns von Politik und Großkonzernen Vorschriften machen zu lassen. Es gibt Gedanken zu Gemeinwohlprojekten und alternativen Geldsystemen und direkter Demokratie. Lasst uns darüber sprechen und die Dinge formen. Und lasst uns gemeinsam herausfinden, wie wertvoll Weltverbesserer und Gutmenschen sind. Denn sie sind diejenigen, die die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Bei der Verbesserung dieser Welt kann jeder nach seinem Mut und seinen Fähigkeiten mithelfen und erleben, dass es noch viele andere Menschen gibt, die genau dasselbe wollen. Überall auf. Wir versprechen den Kriegstreibern, Verschwörungspraktikern, Lügnern und Heuchlern, ihr werdet es schwer haben, denn eure Zeit läuft ab. Weltweit sehen viele Augen auf euch und die Finger zeigen auf eure Taten. Deswegen stehen wir auf den Straßen und halten Mahnwachen ab, denn der Frieden in der Welt fängt überall an. Das soll unser Gruß aus Uelzen euch heute sagen. Dankeschön.